Hey Leute, ich bin MacPaverick. Ja, woran merke ich eigentlich, dass ich eine Pflanze gießen soll und dass ich sie nicht zu viel gieße und ans Wasser gewöhne? Wie mache ich das richtig? Das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz in diesem Video. Es ist ganz einfach. Die meisten Pflanzen zeigen euch das an. Diese Kirschlorbeerhecke hier muss nicht gegossen werden. Ihr seht das richtig schön, stramme Blätter. Und hier die Feige, die lässt die Blätter schon so ein bisschen hängen. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass ich da gießen muss. Und dann wässere ich die Eimer ausreichend. Und dann ist auch erstmal wieder gut. Die Blätter werden sich jetzt erholen. Und erst wenn sie die wieder so leicht hängen lässt, erst dann gieße ich auch wieder nach. Manche Blätter, die rollen sich dann auch so zusammen. Ja, das ist dann eben auch ein Anzeichen dafür, dass die Pflanze Wasser benötigt. Ja, und auch hier ist mal Gießen angesagt. Hier hängen die Blätter schon richtig. Also hier ist richtig Eile geboten. Hier sollte man jetzt nicht noch länger warten. Aber wichtig ist natürlich auch, dass ihr nicht zu häufig zu viel gießt, weil sonst gewöhnen die Pflanzen sich an das viele Wasser und dann haben sie natürlich eher Probleme, um mal so eine Dürreperiode durchzustehen. Und deshalb wirklich nur nach Bedarf gießen. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Sagt bis dann, euer MacPaverick.